Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, liebe Freunde. Heute am Start wieder der allerliebste Lenny. Moin! Ja, moin! Ja, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast, mit mir mal entspannt mal ein paar Runden zu cruisen. Und Lenny hat eine mega geile Idee gehabt. Lass uns doch mal deutsche TDs spielen. Ab Stufe 7. Ich so, geil. Jetzt bin ich sofort dabei. Wir haben uns heute ein bisschen was rausgesucht und ihr seht auch schon hier den Kollegen E25 am Start. Da würde ich doch gar nicht sagen, lang fackeln wollen und lass uns direkt reinstarten, oder? Jupp. Let's go, ab ins Random. E25, absolut geiler TD. Wir können ja nur bis Stufe 8 maximal kommen. Stufe 9 Games gibt's ja da gar nicht. So kann man das sagen. Eine Arti nur. Das sieht wir fahren wahrscheinlich raus, ne? Auf die C-Linie. Ja, können wir erstmal machen. Und dann halt rotieren, zu schauen, was noch so gibt. Also erstmal ein leckeres Matchup. Wir sind Top-Tier. Zwei Gegner, T29, die halt echt wehtun können. Und drei Nashörner. Das wird spannend. Wenn wir die begegnen, wird lustig. Aber lass uns gerne gegen hier so B1, B3, B4. Da würde ich auf jeden Fall auch so hinfahren in die Ecke. Weil ich der Rürik bin. Was ist denn das für ein Lied? Das Königern. Nee. Ach, jetzt. Stein. Ja, doch, Stein. Wo du sagst. So, jetzt warten wir erstmal bis der T29 vorrommelt und der Tiger P. Ich fahre nochmal einen vor. Machen wir ein paar Blindshots nach hinten. Aha, ich wollte gerade sagen, also wenn ich da nichts spotte, wäre komisch. Aber den zu pennen ist halt die Schwierigkeit. Okay, der Tiger P pusht dran und kriegt auf den Sack. Da kommt der A44. Komm ich nicht dran von hier. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Platz bei dir ist, ob wir da zu zweit stehen. Ja, können wir. Track wieder. Ups. Lenny offen, muss mich kurz verstecken. Oben ja. Auf dem Gipfel steht hier T34, 85. Okay. Kannst du gerne mal auf meine Position gehen? Nö, da hast du jetzt so oft die Chance, dass die Siegel alle hin. Ja. Junge, der weiß auch gleich nicht mehr, wo Weihnachten, wann Weihnachten ist, ey. War auf jeden Fall jetzt gerade Ostern. Alter, da war aber richtig Osterhase, ey. Bam, 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 Junge. Okay, die drei Nashörner, ich glaube, die stehen hier Auto hinten. Oder? Naja, ich glaube, die drei Nashörner stehen hier links hinten, tatsächlich. Okay. Der wird jetzt bestimmt wo schreien. Alter, seit wann gibt's denn den E25 als Autoloader? Verdammte Scheiße, Mann. Vor allen Dingen, alle einen, er hat genau eine Sekunde praktisch einen Schuss bekommen. Du, ich und dann immer hin und her. Ja, Mann. Okay, der ist tot. Dann können wir einfach auf so einen Boogie oder auf die Nase. Aha. Guck mal. Ein T29 Stufe 7 da unten. Den holen wir uns. Rotation. Boogie in der Mitte. Den ja. Boogie. Ist der gut? Den habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie gespielt. Den Boogie. Der Boogie, der kommt ganz gut. Also der, okay. Je nachdem, was er für eine Kanone hat, glaube ich, könnte fast One-Shot sein, wenn er ihn trifft. Was? Der Boogie? Ich glaube, das war der, oder? Mit der krassen HE-Kanone. Oder echt? Ich verwechsel den gerade. Ich glaube, es war einfach nur ein random Medium. Der Pole, ne? Das ist doch, glaube ich, ja doch, das müsste der polnische Baum sein, oder? War das nicht so? Ja, aber ich weiß nicht, ob der eine HE-Kanone drauf hat. Ah, doch, er hat schon eine kleine Kanone, ja. Okay, T29 und so haben wir gut gegeben. Ich bin jetzt 55 HP. Und du schaffst wieder durch, auf meine Kosten. Ja, das sind die richtigen. Natürlich. Das sind mir die richtigen. Natürlich. Nur so kommt man weiter. Ganz so. Genau. Aber am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt, mein Lieber. Du, wenn du zum Schluss mit einer HP überlebst, ist alles gut. Das ist ohne Scheiß. Also viele denken halt immer, oh, low HP, ich kann jetzt gar nichts machen. Eben nicht. Du brauchst nur einen einzigen HP-Punkt, um genauso viel Schaden zu machen wie mit Full HP. Dein Panzer ist komplett intakt und komplett funktionsfähig. Jetzt auch gerade, ja. Nur du hast halt weniger Strukturpunkte, das ist alles. Und das vergessen halt viele. Das ist der Fehler. Oh, schade. Ja, schade. Hast du ihn angezündet? Ja, gell? Ja, ich glaube.
Nee, du. Nee, du hast gezündelt. So, jag sie, die Nashörner. Ich glaube, die stehen beide halt hier. Okay, ich bin raus. Mach mal. Danke. Ja, schade. Die stehen aber auch schon wieder mit ihrer Kanone in meine Richtung, wa? Die Schlingel. Ach, furchtbar, diese Stream-Sniper. Apropos, der Lenny macht auch YouTube, liebe Freunde. Checkt das gerne mal ab. Link in der Videobeschreibung. Road to 2000 haben wir, gell? Lenny mittlerweile. 1,5. 1,5, okay. Aber wir backen kleine Road Brötchen. 1,5. Ja, wir machen kleine Brötchen, okay. Ja, kleine Ziele. Okay. Um jetzt richtig Nashorn. Und komm, gönn. Ja. Schmeckt. Hast du echt 6 Kills gemacht? Ja, ich hab abgeleacht. Alter, wo hast du denn die 6 Kills her geklaut? Du hast doch hier ein Cheat-Programm am Laufen. Nein. Quatsch. Ich war doch die ganze Zeit bei dir. Wo hast du denn hier? Ey, du hast sie doch bezahlt, Junge. Paid Actors. Yo, jetzt versteh ich das Prinzip. Wo hast du denn 3000 Damage gefarmt, Digga? Nee, ich hab auf also, die... Okay, du hast den Aal konntest du farmen, war am Anfang. Nee, den Aal, nicht den, wie heißt der, A44? Genau, der A44. Den T29 konnte ich drauf farmen, ja. Und... Dann ja. Auch die andere Geschichte da. Ja, ja. Okay. Deswegen. Ja, okay, ja, da kannst du mal sehen, ne? Position, selbe Seite, aber zwei unterschiedliche Posis. Ja, es waren ja tatsächlich nur 20, 25 Meter, ja, Unterschied. Mhm. Und ja, das ist halt einfach dieser Schusswinkel. Macht. Genau, Schusswinkel. Wenn da, wenn man eigentlich richtig steht, aber doch das Licht an einer anderen Stelle angeht, so vom Ding. Ja, aber da kannst du schon mal sehen. Krasser Scheiß. Gut, mit den 6 Kills, keine Ahnung. Musst ja wieder ordentlich gelöhnt haben, du. Alter Schwede. Alter Schwede. So, liebe Freunde. Dann jetzt Stufe 8, sagst du. Stufe 8, ja, Mann. Und da habe ich meinen Bursig ausgepackt mit einer absolut geilen Camo und der großen Kanone tatsächlich. Also, so will ich das Ding spielen. Ja, und ich nehme dazu den Kanonenjagdpanzer. Gelatzt der Algo, hat er mich abgelatzt. Muss. Ich muss mich ja heute von meiner besten Seite hier präsentieren. Okay, auch ein schönes Matchup. Du musst auch die Kamera ausmachen, du. Okay, Bro. Jo. Ich glaube, es war es schon 2-0 oder ist 1-0 erst für dich? Aber er war gut, er war nicht schlecht, tatsächlich. Muss man sagen, war gut. Okay, ich stelle mich, glaube ich, einfach nach rechts und baller mit der Heat da hinten drauf, wenn die Heavys kommen, bam, 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 und dann ist Feierabend. So würde ich es machen, wollen, zumindestens. Und bist du... Ja, ich gucke auch mal, okay. Dass ich hier an der Brücke vielleicht das, was quer fährt. Vielleicht haben wir Glück und einer spottet da hinten was. Ja, ich ping mal an. Please spot. Alter, jetzt komm ich hier nicht hoch, oder was? Oh mein Gott, da ist ein Skorpion. Ey, das ist doch nicht dein scheiß Ernst-Auto. Ey, geh doch mal auf diesen scheiß Berg rauf, Mann. Ich glaube es nicht. So, toll. Ich bin ready. Jetzt fährt keiner rüber. Oh, doch, der T95 da hinten. Naja, komm ich nicht ran am 49er. Doch jetzt. Nee, verschossen. Oh, T95 nur Track, leider. Oh, schade, der 90er hat da drin gestanden. Das ist natürlich doof. Ah, zu viele Felsen für meinen Geschmack. Okay, 49 konnte ich bedienen. Oh, lecker. Oh, da ist er. T49 macht wieder Faxen. Ach, scheide. Oh. Komm ich leider nicht mehr ran. Schade. Also links ist ganz dünne von uns. Da sind so viele Gegner. Oh, da kommt noch ein E75. Noch 3 Sekunden Reload, dann ist er weg, war. Oh, verdammt, ey. Hätte ich mal nicht den Blind-Schuss gemacht gerade. Ah, Hirsch. Hirsch aller Hirsche bist du wieder. Ja, Scorpion, komm ich nicht ran, der hat den Stein gefunden. Ja, same. Ist komplett safe dahinter. Aber der muss doch auch mal pieken. Wenigstens etwas oder irgendwie. Nee, keine Chance. Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Und... Schlüpp, schlapp. Schlapp, nice. Schlubbidub. Schlüpp, schlapp, schlupp, schlupp. Schlippi, schlapp. Sehr gut. Ich gehe zum TS5 nach hinten, um ein bisschen rüber zu snipen. Weil ich cool finden würde, wenn der Kanonenjagdpanzer das Feature hätte, Nebel zu werfen. Das wäre noch nice, doch. Nebel zu werfen? Dann wäre das ja praktisch eine ganz neue Meta nochmal, gell? Ah, das wäre so nice, ey, ganz ehrlich. Würde ich hart feiern, ey. Du meinst praktisch, wenn das spottet ist, dass er einfach nochmal Taste drückt? Genau, Nebel werfen kann zum Abhauen, genau. Aha. Dass du dich selbst, sag mal, schützt. Was sagt ihr denn dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Würdet ihr das cool finden? Ich tatsächlich, weiß ich nicht. Das ist halt noch so Nebel, das könnte auch zum Trollen benutzt werden. Wobei, ja, zum Trollen kannst du ja alles benutzen, also muss man ja auch klar differenzieren.
Ich bin, müsste mir da mal drüber Gedanken machen. Was sagt ihr denn dazu? Und... Ja, der hat da erstmal dick gefressen, ja. Oh, ich bin spotted. Ja, ich auch. So, siehst du, jetzt könnten wir zum Beispiel den Nebel setzen. Ja, und hätten abhauen können, ja. Position verschieben. Ja. Ich fände es cool, so als Feature fängt das nice. Ja. Wie sich das auf die Meta auswirkt, du, keine Ahnung. Ja, was soll aber groß passieren, muss man tatsächlich auch sagen, ja. Na, feiern würde ich jetzt schon, wenn ich jetzt, sag mal, ein, zwei Mal im Spiel diese Möglichkeit nutzen kann, ja, um mich in Sicherheit zu bringen. Müssen ja nicht wieder alle haben, aber dadurch hast du aber vielleicht auch ganz andere taktische Optionen, weißt du, die du nutzen kannst. Aber siehst du auch wieder, ne, die 150 Millimeter Kanone schießt zweimal und macht mehr Schaden als ich mit 10 Mal, ne. Naja, gut, ich habe jetzt 1,5, ja, habe aber auch oft vorbeigeschossen, gell? Also hätte ich jetzt deine Gun gehabt, hätte ich mindestens, ja, einmal, wenn nicht sogar zweimal mehr getroffen. Das Problem ist halt einfach hier, der Schuss fliegt 500 Meter die Sekunde und das ist halt echt fucking langsam. Oh, dann wollen wir nochmal dem T95 eine geben. Hat er geschossen? Ja. Oh, der WT blockt mich. Warum blockt denn der Waffenträger mich jetzt? Du Held vom Erdbeerfeld. Standard komme ich leider nicht durch unten. Schade. Er will mich, er will mich, er will mich, er will mich. Verdammt, er will mich wirklich. Ich bin abgeprallt beim T95. Mhm. Oh, der Boss rechts. Oh. Den nehme ich noch mit. Der muss noch mit. Der muss noch mit. Hilft alles nichts. Der muss noch mit. Der muss noch mit, hat er gesagt. Ja, Mann. Den gab es gratis dazu, wie so ein Einkaufschip an der Kasse. Den gab es gratis dazu. Da habe ich nicht nein gesagt. Ja, insgesamt, ja. Du, solide Runde. Ja, so würde ich auch stehen lassen. Typisches Random-Gefecht. Ja, ich würde es einfach so stehen lassen. Du gehst rein, schießt ein paar Mal, machst ein bisschen Damage, freust dich, dass du gewonnen hast, toll. Ja, so würde ich stehen lassen. So würde ich es einfach stehen lassen. Ja. Ah, wir haben jetzt, und wenn man jetzt mal ganz interessant ist, also natürlich, der Borask hat mehr Damage gemacht, aber sonst, wir sind relativ nah dran, ja. Also ist jetzt keiner dabei, wo man sagt, okay, der hat ja eine extremste Runde hingelegt, ja. 2,9, 2,3, 2, 2, 2, alle 2000 Schaden, so, das ist... Ja. Bei dir zwei Schuss, bei mir ein Schussunterschied, ja. Ganz easy. Okay, let's go. Stufe 9, liebe Freunde. Und da ich natürlich nichts auf Stufe 9 habe, was einem TD ähnelt, würde ich da einfach den Ruh nehmen und mit dem Ruh ein bisschen für dich spotten, machen, tun, wenn das für dich in Ordnung ist, mein Lieber. Ja, ist völlig okay. Okay, dann würde ich vorschlagen. Ich versuche dich so gut wie es geht zu schützen. Mit meinem dicken Rohr. Ja, geht's mal rein. Ich habe keine Ahnung, was ich auf der Crew geskillt habe, habe ich gerade gesehen. Wie, ach, du brauchst doch keine Crew. Richtig, ey, einfach Algo, in. Ey. Komm. Ab und die Karte rein. Ist natürlich nicht die beste. Ja. Aber ey, mach dir keine Gedanken um deine Crew. Auch mit einer 50% Crew bist du besser wie so viele andere. Ja, aber gut, oder? Das sind aber echt liebe Worte, Lenny. Die höre ich selten. Doch, vielen Dank. Nö? Es berührt mein Herz. Muss doch es auch mal sein. Ja. Komm, Algo. Es berührt mein Herz. Komm, nach dem Kamerading vorhin musste ich doch jetzt auch mal wieder... Ja, nee, danke. Ja. Nee, aber ist ja so. Sind wir doch mal ehrlich. Ist ja auch nicht gelogen oder so. Ja. Wollen wir eigentlich hinfahren? Oder wollen wir nur hinfahren? Ja, ich fahre geradeaus. Gut. Ich weiß nicht, ob ich mich hier hochstelle, um dann nach oben abzuaimen, oder ob ich krass hierher fahre. Also hier auf K1, K2. K1, K2 ist halt schwierig, wenn du alleine bist. Dann hast du ein dickes Problem. Ja, ich hoffe, du bist bei mir. Ja, also ich fahre ganz schnell oben hin, look einmal drüber und mach den Verschwindibus, Weckibus ganz schnell mal. Ich versuche erstmal Licht zu machen, dann entscheide ich, ob ich unten bleibe, mich hier festsetze bei, was ist mit K3, K4? Oder ob ich zu euch hochkomme, mal gucken. Ich will nur hoffen, dass hier kein dicker FV reinfährt. Der hätte ich nämlich persönlich ein dickes Problem, tatsächlich. Ich glaube, der FV steht bestimmt bei E1. Ja, also da oben dann doch, ja. Naja, ich denke, dass der sich da hingestellt hat. So, der M60 fährt alleine. Der Jagd-E fährt zu dir hoch. Ich fände es ja cooler. Na gut, der M60 frisst gerade richtig hart. Also ich muss ja ehrlich gestehen.
Ich finde es ja viel, viel besser, wenn wir die hier kommen lassen und so von hier hinten schön wegfreckeln könnten. Ja, das Problem ist natürlich, wenn du hier oben auch noch verlierst, also den oberen Bereich, dann hast du ein komplettes Kreuzfeuer dort mit dem Jack Tiger. Das ist nicht mehr so cool. Ja, ihr seid da oben aber eigentlich genug. Aber gut, AMX und M60 haben keinen Bock. Na, ich fahr mal schnell nach hinten und versuch mal hinten zu unterstützen, nochmal zu rotieren. Ja, 60 TP hat jetzt erstmal schön entspannt den M60 schon mal rausgenommen. So, das war doch perfektes Timing. Moin, Meister. Leg dich mal nicht mit meinen Teammates an. Da komm, ich nehme mich mit meinem Ruh rumrotiert und helf dir. Aber die sollten, die drei sollten das easy eigentlich schaffen, die oben halt rauszunehmen. So, die lassen jetzt unseren Jagd eh gerade sterben. Ja. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Haben unseren, der Brask hat unseren Jagdtiger sterben lassen müssen wahrscheinlich. Er war im Reload. Also ich komme wieder zu dir, ja? Oder? Schwierig. Das wird eng tatsächlich. Das wird sehr, sehr eng werden. Ja, ich versuche noch rauszunehmen, was geht. Ja, bin am Weg, aber ich werde ja keine große Hilfe sein. Ah, keine Chance. Wenn ich mal mehr einen Schuss rauskriegen. Nee. So, jetzt fahr mich. Ja, schieß mal nochmal, dann habe ich wenigstens Spot noch ein bisschen. Oh, jetzt. Ja, aber das Problem war, hast du das am Anfang gesehen. Der M60 fährt alleine vor, schmeißt sich weg. Ja. Ja, der AMX hört nicht, fährt vor und naja, blöd. Hätten wir hier schön zu dritt gestanden, die rumkommen lassen. Aber ist gut gewesen. Wäre ein bisschen besser gewesen. Hätten wir nur drei Kanonen gehabt, da ist der V. Ja gut, ich sag mal, was natürlich auch bei mir kacke ist, das war dumm, ist einfach, was willst du denn hier groß im Leid machen? Die rechte Seite war abgedeckt, die Mitte war abgedeckt, also spottest du vorne, ja, dann guckst du vorne und da kommt, ja, relativ viel. Und dann musst du wieder wegfahren, rotierst raus, siehst die Möglichkeit, das 140 dort zu unterstützen, also auf das zu wirken, ja. Ja, du, alles cool. Ist halt auch im Endeffekt, genauso wie die Runde davor, eine typische Random-Runde. Ja, ja, ist ja einfach... In der einen Runde bist du der Baum, in der nächsten bist du wieder der Wauwau und dann gibt es halt eine Runde, bist du einfach mal das Gras. Ne? Das Kannst du das Gras mal ein bisschen ausdifferenzieren, mein Lieber? Gras bedeutet für mich, du hast so gut wie gar keine Chance. Okay, also du bist einfach nur da. Kommt einfach der Rasenmäher und stutzt dich. Okay. Ja? Nö, das finde ich okay. Der Rasenmäher kommt, stützt dich weg und dann bist du halt einfach so wie ich jetzt das Gras. So. Okay. Ja. So ein Ding ist das. Du hast also gar keine Chance, der Rasenmäher kommt, egal ob das jetzt ein Elektrorasenmäher ist oder einer mit Dieselantrieb, egal, der kommt und macht dich kaputt. Ja. Du hast so gut wie keine Chance. Der Baum hat ja wenigstens noch ein bisschen, der ist ja noch ein bisschen robust, ne? Der kann sich ja noch ein bisschen wehren, bis er fällt. Das sind so meistens die Runden, die, wo du mit 2.000, 3.000, 4.000 Damage rausgehst, aber trotzdem verlierst. Ja, das sind so die Baumrunden. Aber die Grasrunden, für mich persönlich, sind die Runden, wo du einfach wegrasiert wirst. So wie hier. Guck mal, 87 Damage, viermal konnte ich schießen, zweimal konnte ich treffen und penetrieren. Ja, da wurden wir einfach weggemacht. Und wie du auch sagst, also tatsächlich, wir haben unser Bestes da versucht zu geben und insgesamt haben die Zähne halt von uns einfach zu wenig gemacht. Ist leider so. Guck doch den M60 an. Ja. So, jetzt pass auf, jetzt müssen wir das besser machen als die und jetzt gehen wir ins 10er und jetzt zeigen wir denen, wie das geht. Ich habe 10er TD ready und natürlich den einzig wahren 420 Place It. Boom, Junge. Weißt du, welcher das ist, mein Lieber? Jagdpanzer E100. Aber ich werde dir dieses feine Gerät zur Seite stellen. Aha. Die Grille 510. Gut, okay. Dann 3, 2, 1, go! Naja, gut. Okay. Schön ist, keine Arti, habe ich für dich bestellt. Danke. Ja. Wir haben zweimal einen Rhino Chironte im Gegnerteam. Ja. Ist auch nicht so schlimm. Ist auch gut, ja. Freuen wir uns auch drüber. Können wir schön kaputt machen? Ja. Ich würde jetzt aber nach links fahren, tatsächlich. Ja, super. In den Zauberwald. Ich setze mich hier gleich mal hinten drauf und aim mal in die Mitte ab, um den Leitmann richtig dick eine mitzugeben. A la Jagde. Okay. Mit 925 Metern die Sekunde ist das möglich. So, stehen bleiben, umdrehen. Wenn der EBR hier ist, sind die Analytes circa dort. Wenn sie kommen. Wo sind sie? Lights? Hallo?
Mit Ansage, da zieht doch glatt mein Hut, Chapeau. Danke. Mit Ansage, alter Schwede, läuft bei dir. Ja, ich war jetzt vor. Weil ein Einschuss im Jagd, der gemacht hat, fühlt man sich eigentlich unbesiegbar. Oh, da ist der nächste 3, 2, oh mein Gott. Schön M. Ah, das ist einfach auch geil, gell? Mhm. Die können ja nichts richtig machen. 420, einfach in die Fresse rein. In die Fresse Rap, jetzt gibt's Hackmeck. Wer hat das gerappt, Chat? Das wisst ihr bestimmt auch. Oh, er will auch nicht hören. Na, der Vorteil ist natürlich mit dem Jagd, du kannst einfach auch mal reinfahren. Jo, ich fahr jetzt einfach durch. Ich gebe jetzt einfach dreimal eher Gas und Feierabend hier. Die anderen stehen eh alle hier hin, die ganzen CDs, also ich Caro, folge Leo. Auf deiner linken Flanke. Jawohl. Oh. Vier Mediums am Rennen, Lenny, komm. Da wünscht man sich doch manchmal einfach einen schnelleren Reload, ne? So einen Reload-Boost. Ja. Also unter 3-4 Schüsse einfach in so einem Intra-Clip. So ein Magazin, sagst du? Ja, Mann. Schlag, 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 schlag. Oh, jetzt aimen wir in Ruhe durch. Das wäre schon mega, ja. Warte, Junge. Auf da, weiter geht's. Leider nicht getroffen. They see me rolling. They hate it. Doch, ich muss jetzt gucken, dass ich den Anschluss tatsächlich nicht verliere. Oh, der Leo rechts. Ui. Das war ein Tickchen zu hoch, Game, glaube ich. Nur das Problem ist, ich muss halt etwas früher schießen, sonst rauscht er mit seiner kompletten Geschwindigkeit durch und der Schuss trifft nicht mehr. Das ist das Problem an dieser langsamen Munition. So, 14.000 HP sind noch to go, Lenny. Naja. Hol sie dir, Tiger. Naja, ich muss aufpassen, noch ist der V da im Doppelpack. Oh ja. Ich möchte jetzt erstmal nicht so weit vorfahren. Ich hoffe, dass der EBR gleich nochmal ein bisschen Licht macht. Ich kann auch ein bisschen Licht machen gehen, Moment. Dauert nur einen kleinen Moment, da bin ich da. Ja, TVP wurde auch mal ganz, ganz schnell rausgebalanced. Ja, genauso wie der Stritz. Ja. Ja, 800 AP, da würde ich noch drauf schießen. 500 auch noch. Naja. Einen Schuss würde ich gerne machen wollen. Einen, da wäre ich happy. Bei dir war es doch auch keine schlechte Runde, oder? Naja, ich bin jetzt bei 2. Komm, die 700 will ich noch mitnehmen. Ah, es waren, naja, es waren 300. Ich bin fein, ich bin zufrieden. Für genau 5 Minuten Runde kann ich mich nicht beschweren. Das war auch noch. Mal schauen. Vielleicht habe ich die Grille gerade eben nochmal blind getroffen. Aber der Amix, der war halt einfach wichtig am Anfang. Der war so ein richtiger Confidential Boost, so würde man jetzt sagen. Der hat einfach so dir das gute Gefühl gegeben, die Runde wird gut. Ja, wenn du den ersten Schuss schon so einen Knaller rausbombst, dann wird der einfach gut. Dann wird die Runde einfach gut. Ja. Ah, schade, Grille leider nicht mehr getroffen, aber egal. Ja, immerhin 2. Ja, ich bin einfach durchgefahren, wie gesagt, das war tatsächlich, das war ein dankbarer Gegner, muss man so sagen. Das war ein dankbarer Gegner, hat jetzt nichts groß mit Skill zu tun gehabt, vielleicht einen Erstschuss, so einen kleinen Tick, aber sonst einfach drüber gerommelt und fertig, das hättest du auch locker easy gemacht. So Jungs und Mädels, Deutsche Edition, Haken dran, geile Nummer gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, Like, Abo, alles drum und dran da lassen, kommentiert wie gesagt rein. Schaut beim lieben Lenny vorbei, 1500 Abonnenten ist das Ziel. Und Lenny, vielen lieben Dank, dass du mitgespielt hast, dass du dich wieder hier mit mir ins Random reingeschmissen hast. Lenny, vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Wie gesagt, gerne. Haut rein, liebe Grüße, ciao, Kakao.